Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, es kommen wieder ein paar Videos. Ich hatte die letzten Wochen nicht allzu viel Lust aufzunehmen, bin ich ehrlich. Ich habe ein paar Streams versucht, aber jetzt muss ich sozusagen aufnehmen, weil ich habe Bock drauf. Und Freddy hat sein Rework bekommen und ich habe jetzt schon das Video angefangen, damit ich die Fähigkeit erklären kann. Und zwar hat Freddy jetzt in dem Falle komplett die Fähigkeit überarbeitet bekommen. Alle Survivor werden innerhalb von 60 Sekunden in den Schlaf versetzt und die hören mein Terrorradius. Ich lese es einfach vor. Nachdem sie in Schlaf versetzt wurden, hören sie den Terrorradius. Wache Überlebende hören den Terrorradius und sehen den Albtraum innerhalb von 16 Metern. Der Albtraum erscheint Wachenüberlebenden zeitweise in einem Abstand von 16 bis 32 Metern und ist für wache Überlebende ansonsten unsichtbar. Wenn ich die Stärke-Taste gedrückt halte, um eine Traumschlinge direkt vor dem Albtraum auf den Boden zu platzieren, was bei Überlebenden den Statuseffekt eingeschränkt bewirkt, sie sind verlangsamt, solange sie in der Falle verharren, sowie auch eine kurze Weile danach. Diese Traumschlinge habe ich ersetzt durch Traumpaletten. Das heißt, ich kann keine Blutpfützen herstellen, sondern in dem Falle Fake-Paletten, die ich an bestimmten Stellen platzieren kann. Diese Fake-Paletten können nur von Leuten gesehen werden, welche in der Traumwelt sind. Welche, die nicht in der Traumwelt sehen diese Paletten nicht. Das heißt, da muss man halt aufpassen, welche standen da schon mal, welche wurden schon mal benutzt oder wo war überhaupt noch keine. Da muss man dann halt in dem Falle drauf achten. Dann kann ich noch Traumprojektion, das ist dann in dem Falle für die aktive Fähigkeit. Da kann ich mich zu einem Generator teleportieren. Kann aber diese Aktion auch abbrechen. Die Abklingzeit der Traumprojektion verringert sich um 15% je schlafenden Survivor. Das ist gut. Sobald sie in der Traumwelt sind, hören die Überlebenden ein Schlaflied anstatt des Terrorradios und können von Traumschlingen erwischt werden, die vom Albtraum platziert wurden. Überlebende können aufwachen, indem sie bei Fähigkeitscheck scheitern, einen wachen Überlebenden finden, der die Wachaufwachen-Aktion ausführt, oder die Wecker benutzen, die sich in der Umgebung finden. Jede weitere Aufwachenaktion dauert doppelt so lange wie die vorherige. Wenn sie den Wecker benutzen, haben Überlebende 30 Sekunden Zeit, bis sie wieder einschlafen. Das klingt doch alles sehr interessant. Und ich glaube, ich werde skippen bis zu dem Part, wo ich Leute finde, weil ich dachte, es geht ein bisschen schneller, aber es werden wahrscheinlich potenziell ein paar Leute Freddy spielen. So wie ich es jetzt auch will. Aber ich kann nicht, weil ich kein Match finde. So, wir haben ein Match gefunden. Zwei mit Healthpacks, eine. Hatte die einen Schlüssel? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich hoffe mal nicht. So, dann machen wir nochmal ein bisschen mehr Blutpunkte hier. So wie es für alle am schönsten ist. Und dann bin ich gespannt, wie er sich spielt. Und wie stark Freddy nun ist, ob er nun wirklich stärker ist oder nicht. Aber ich glaube schon, gerade die Fake-Paletten sind echt eine coole Sache. Weil die sehr viel Zeit wegnehmen. Und meistens auch noch einen Safe-Hit in dem Falle garantieren. Bin gespannt. Ich hoffe, dass... Ich weiß jetzt nicht, ob die Dedicated Servers jetzt da mit drin sind. Oder ob es immer noch danach geht, dass der Killer der Host ist. Das weiß ich leider nicht. Ich weiß, dass es auf dem PTB immer mit Dedicated Servern waren. Aber... Wie es hier ist. Let's go. Traumschlinge platzieren? Ich habe doch gar nicht. Hey! Ich habe Paletten. Alles klar, ich habe keine Paletten.
Okay. Okay, sie läuft hier lang. Sehr schön, erwischt. Meine Addons hat da nicht gegriffen. Er hat die wieder zurückgestuft, auf das, was ich davor hatte. Nicht so schön. Ich dachte, hier oben wäre einer gewesen. Haben wir dich? Ja, wo ist es langsamer? Will sie da durch? Hammer. Da halt einmal. Einer, nicht einmal. Ach so, das muss aufladen. Versuch die ein bisschen an kleinen Knotenpunkten zu platzieren. Wieso rennst du hier hin? Hi. Sehr schön. Na? Der Gen war fast erledigt. Ab. Aber wir dich. Haben wir dich. Der Gym wurde weitergemacht. Na. Okay. Ah, knapp. Oh. Haben wir dich? Okay, okay. Ah!
Nicht am Hain? Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Perfekt. Tun wir so, als ob wir dahin wollen, um sie wegzulocken. Hey! Wir müssen jetzt langsam mal jemanden treffen. Hast du das heiße? Hast du nicht. So, damit haben wir unseren ersten Toten. Okay. Warum auch immer er das macht. Der lässt ja auch nicht ablenken, ne? Wo war hier keiner? Hi, genau dich will ich doch. Wo ist sie denn hingelaufen? Ist sie hier zurück? Wo willst du hin? Haben wir sie kurz noch mal weggelockt. Fähigkeit. Okay, da unten ist jemand am Heilen. Nö. Hi. Gib zu, hätte er jetzt den Dead-Duck gehabt, wäre das schlecht gewesen. Ist er hier irgendwo in der Nähe, oder?
Komm. Gewusst. Moment, habe ich hier gerade was gehört? Ja, da bist du. Hi. Ah, sehr schön. Nö. Ja, da kannst du rüberhüpfen, da wirst du langsamer. Und da ich ja den schnellen Volt habe, ist das kein Problem für mich. Tot. Sehr schön. Ich weiß leider nicht, wo die Hedge ist. Weil die ist tot, glaube ich, ne? Ja. Hetch, 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 hetch. Hier ist er. Okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ist sie da oder sie ist hinter mir. Deshalb will ich in dem Falle wenigstens hier eine Falle platzieren. Da sie am Schlafen ist. Und ich würde es mitbekommen, wenn sie da wenigstens die auslöst. Und wenn ich jetzt nicht zu langsam... Ah, scheiße. Okay, 50-50 Chance. Ich hab's verkackt. Tja, aber... Ja. Dafür, dass ich mit der Ability gespielt habe, mit der ich nicht spielen wollte, kann man damit leben. Viele sagen, es ist, die Fähigkeit ist nicht so sinnvoll, aber ich finde sie gar nicht mal so schlecht, wenn man die in bestimmte Spots platziert, weil die da einfach um zu entkommen da durchlaufen müssen und dann auch automatisch langsamer werden, sodass du da einen kleinen Knotenpunkt hast. Ja, und da haben wir direkt die Kufe. Das sieht doch gut. Lila Banks, ja. Kann man mit leben, ne? So, dann, mache ich einen Cut, weil ich will den, ich mache hier diesmal zwei Runden, weil ich möchte beide Fähigkeiten zeigen. Aber ich habe anscheinend die falsche Fähigkeit ausgewählt. Ja, okay. Dann bis gleich. Wie gesagt, Cut und dann zeige ich euch die Fake-Paletten, hoffentlich. Bis gleich. So. Hat doch überhaupt fast gar nicht lang gedauert. Hat wirklich nicht lang gedauert. 5 Minuten oder so. Entweder weniger Haken. Was könnte es noch sein? Weniger Haken? Ja, wahrscheinlich weniger Haken. Weniger Haken oder mehr tun ist, glaube ich, ne? Oder ist es das? Ist es nicht das, dass alle zusammen spawnen? Gibt es nicht das auch? Bin mir nicht ganz sicher. Aber diesmal habe ich definitiv die Traumpaletten. Also werden wir diesmal die Traumpaletten sehen. Wenn die benutzt werden, was ich hoffe. Ich hoffe es sehr. 10 Stück können wir platzieren. Und von 10 Stück müsste mindestens eine mal umgeworfen werden. Hoffe ich mir zumindest.
Wenn euch das Video gefällt, wäre es super, wenn ihr einen Daumen oben da lassen könntet. Wenn ihr irgendwas an Vorschlägen habt bezüglich irgendwelcher Verbesserungen, habe ich kein Problem damit. Ich bin für Kritik offen, ob gut oder schlecht. Weil auch ich möchte nur Spaß daran haben und dass ihr Spaß daran habt. So. Die werden zwar ahnen, dass dann eine davon nicht echt ist, aber das ist egal. Beim Eifer des Gefechts. Ah, schade. Sehr gut. Da braucht es nur etwas Geduld. Und dann werden die schon das Versorgen davon haben. Sie kriegt. Habe ich nicht gerade Steps gehört? Hi! Ist okay. Hello, my friend. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Dass ich jede Menge Spaß haben werde, glaube ich. Aber wenn du nicht wiggelst. Okay, jetzt wiggelt er. Aber ist egal. Ah, okay. Disconnect. Lächerlich wie eh und je. Ich möchte nur Rang aufsteigen, also von daher werde ich jetzt auch keine Gnade dafür zeigen. Hoppla. Eine Palette darf ich noch. Wirfst du sie um? Ba ba da ba 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 ba. Da-d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 a. Ja, ist okay. Hab ich gerade jemanden gesehen? Ah ja, hier. Nice. So, jetzt sind beide Fenster zu. Hier ist er direkt im Hacken. Sehr schön. Ja!
Ah, er wartet, damit er durchs Fenster kann. Blockiere ich einfach mal. Okay. Okay. Nö. Ah. Hopp. Okay, er läuft so. Sehr schön. Ich kann euch nicht die Blutpaletten zeigen anscheinend, ja? Deadad? Weil ohne Deadad schaffst du es nicht. Ich hab's gesagt. Du hast nicht auf mich gehört. Ich hab's dir eindeutig gesagt. Ich bin rückwärts gelaufen, damit er nicht mein rotes Licht sieht. Nein! Oh. Am! Oh. Endlich! Endlich! Okay, das ist ein Survival Friends mit Sicherheit. Das heißt, er steht an der Luke. Doch nicht. Die Ausgänge sind gar nicht so weit von... Ach du heilige Scheiße, doch, sie sind weit voneinander entfernt. Ich kann leider nicht gut erkennen... ob er dran ist oder nicht. Ah, da hinten war. Ein Disconnect bringt mir leider keine Punkte, deshalb musst du sterben. Einmal konnten wir die Blutpalette zeigen. Ein einziges Mal haben sie die benutzt. Unglücklich. Aber ich mag sie. Ich finde sie super. Ja, das ist der neue Freddy. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und jetzt gucke ich nur noch, wie es von den Punkten her aussieht. Na,
Und ich weiß nicht, ob ich den Kill bekommen hätte, wenn ich... ob ich den Rank Up bekommen hätte, das Rank, Uprank bekommen hätte, wenn ich ihn jetzt am Leben gelassen hätte. Das war mir leider zu unsicher. Und ich spiele nicht, um auf einer Stelle zu bleiben. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Tschö. Mit Öl.